Ich hätte eine Frage, und zwar habe ich jetzt einen Kommentar gelesen und da hatte der Autor dazu aufgefordert, anstatt neuer Kreditermächtigungen, der Bundesfinanzminister sollte auf die Goldreserven der Bundesbank zugreifen, die laut ihm momentan sowieso keinen Nutzen hätten. Was würden Sie dem entgegnen? Ja, also die Diskussion, ich glaube, seitdem es die Bundesbank gibt, hat man immer wieder versucht, das ein oder andere Mal den Goldbestand der Bundesbank für bestimmte Zwecke zu verkaufen. Das Gold spielt für uns eine große Rolle, ist Vertrauensanker. Die Bundesbank ist der zweitgrößte Goldhalter der Welt mit mehr als 3.400 Tonnen Gold. Und es spielt in der Wahrnehmung auch für das Thema Preisstabilität eine herausgehobene Rolle, Funktion. Und deswegen halte ich von dem Vorschlag gar nichts. Darf ich nochmal fragen, inwieweit spielt das eine große Rolle, dass Sie das nochmal verdeutlichen könnten? Ja, es ist ja so, Geld ist ja immer eine Vertrauensfrage. Und wenn natürlich viele sehen, dass die Bilanz der Bundesbank auch letztendlich zur Absicherung auch des Vertrauens hier werthaltige Assets hat, wie eben Gold, dann ist das eine sehr große vertrauensbildende Maßnahme.